Okay, let's go. Hi! Ein Paket, zwei Pokémonaten und eine Runde Crading. Hallo. Wo sind wir denn hier gelandet? Bei Maschine Nummer 3 Crading. Bei M3 Crading. Geil! Wir haben M3 Crading getestet. Befinden uns gerade auf der Homepage. Schauen uns mal kurz an, wie die Homepage aufgebaut ist, was wir alles auswählen geben, was sie anbieten. Und dann habe ich ein Paket. Und Vorabinfo, also ich weiß von gar nichts eigentlich. Du weißt wieder von nichts. Bei euch laufen. Ich habe mal oder ganz kurz. Dich und Daniel oder ja. Aus sehe ich dich. Ich habe mal ganz kurz ins Paket reingeluschert, damit da halt nichts ist, was im Video nicht gezeigt werden darf. Den hat er gemacht. So, M3 created nicht nur Pokémon, sondern auch Dragon Ball, Magic und Yu-Gi-Oh! Digimon auch. Sieht nicht so aus. Oh, guck mal, kleiner Teaser. Hier ist schon mal das, ich denke mal, das ist nur das 10er-Label, ne, mit Goldumrandung. Aber das ist von uns, oder? Ich weiß nicht, werden wir gleich sehen. Wir klicken mal auf jetzt, Craden. Uff. Dann sieht man schon 1295 schön. 295 Euro. Ein paar Angebote, ne? Das einfache Crading für 18 Euro. Wenn du 5 Karten craden willst, dann kostet dich eine Karte 1 Euro weniger, ne? Im Vergleich zu einem Einzelcrading. Und es steigert sich dann fleißig bis zu 100 Karten. Weiß nicht, wer so viele Karten auf einmal craden will, aber. Also Daniel ist da schon nah dran. Daniel cradet wie ein Weltmeister. Aber ist, finde ich, sehr toll übersichtlich, ne? Ja. Ich meine, okay, mega, die ne? Farben sind jetzt ein bisschen können kontrastreicher sein, aber grau, ja. Finde ich trotzdem sehr innovativ. So ein, und ja, hier würdest du bei 12,95 schlagen. Okay, das sehen die Leute jetzt nicht, weil unsere Gesichter davor sind. Hier 12,95 pro Karte ist dann natürlich gut diese, ne? Gut hier. Diese, ja. So, wir nehmen jetzt erstmal das Einzelcrading. Sehen hier eine professionelle Begutachtung und Bewertung ihrer Sammelkarte inklusive die Subgradings. Und die Dauer ist hier mit 10 bis 12 Werktagen festgeschrieben und normale Priorität, ne? Also kein Expressversand oder sowas. Ihr kennt ja meine Meinung zu Expressversand, deswegen. Genau. So, weiter geht's. Pfeffern das Ganze jetzt mal in den Warenkorb. Zack. Wir haben das Ganze mit 3 Karten gemacht. Bewegen uns mal ganz kurz zur Kasse. Ich gehe jetzt nicht den kompletten Einkauf durch, weil wir haben es ja schon gemacht, ne? Ihr hinterlegt dann hier gerade eure Daten. Falls ihr einen Rabattcode habt, könnt ihr hier oben noch einen Rabattcode anwenden. Und in Summe würde das Ganze dann 53,85 kosten für 3 Karten. Und genau so sind wir vorgegangen. Und wir wechseln jetzt mal ganz kurz. Wäre es sinnvoller gewesen, 5 zu nehmen? Wenn du nur 3 hast. Natürlich nur Spaß, ne? Aber natürlich. Ist natürlich auch so ein gutes Verkaufskonzept. Ja, hat natürlich. Auch, hat auch Apple, glaube ich. Wenn so du jetzt, wenn du jetzt gleich 3 oder 4 Karten hast, dann kannst du auch gleich 5 draus machen. Ja, genau. Also, ja. Aber es hat das System. Natürlich hat es System. Ja, aber ist okay. So, jetzt wechsle ich mal ganz kurz auf den E-Mail-Verkehr. Ne? Direkt nach der Bestellung ist dann die E-Mail schon gekommen. So, ihr seht hier oben den 12.12. um 15.30 Uhr. Sieht man nicht ganz, man aber. Nicht. Ich hab's gesagt. Genau. Kam die E-Mail, also die Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen ist und ich das Ganze hier an diese Adresse senden darf. Hier unten Basic Crading dreimal, ne, wie angesprochen eben diese 53,85. Dann ging es weiter am 14.12., also 2 Tage später. 18.02 Uhr. Kam die Nachricht, dass das Paket von mir angekommen ist. Also 2 Tage, ne, der Versand gedauert von mir zu denen. Dann ist nicht viel passiert, ne, weil du als Käufer kriegst da nicht viel mit. Und zack, jetzt ist der 21.12., 15.09 Uhr, kam die Bestellung, ist auf dem Weg zu mir. Wann war das andere nochmal? Warte, ich sag's dir. Am 14. Also passt. 7 Tage. Angabe passt. Sogar schneller. Mehr wie erfüllt. Mehr als genug. 10 bis 12 Tage waren angesetzt, 7 wurden daraus. Ich denke, absolut top, ne? Warte mal, wenn ich jetzt hier noch auf Bestellung, das ist ein Foto, ich kann nicht draufklicken, aber wenn ihr auf Bestellung ansehen klickt, manche kennen das, dann kann man seinen Paketshop-Nummer bzw. die Sendungsnummer kann man dann verfolgen. Also ne? Tracking-Nummer. Du hast eine Sendungsnummer, genau. Oder du kannst da unten, 3, 5, 8, 3, jetzt sehe ich es ja gerade, da unten ist es, ich habe es ja weggemacht. Hier wäre sie auch zum Draufklicken. Ach so, jetzt verstehe. Hier ist die Tracking-Nummer, da kannst du draufklicken, ist ein Hyperlink und dann kommt ihr direkt zur Sendungsverfolgung. Genau. So, jetzt wechseln wir mal hier live. Zack. Das war's schon. Das war's schon. Das war ja unkompliziert ein bisschen. Kurz und knackig. Jetzt habe ich auch noch eine andere Frage. Ja. Zwecks Transparenz, haben wir das alles bezahlt oder haben wir das gesponsert bekommen?
M3-Grading war so nett und hat uns das zur Verfügung gestellt für drei Karten. Muss man dazu sagen, ne? Sehr nett auf jeden Fall von denen. Ja. Jetzt. Aber noch ganz kurz eins, bevor du... Also wie auch bei Lottie-Grading, das wird trotzdem genauso bewertet, wie wir es bewerten würden, wenn wir was dafür bezahlt hätten, ne? Mhm. Und dann natürlich ins Verhältnis setzen, wird es das lohnen, lohnt es sich nicht? Unserer Meinung nach, ne? Ist natürlich alles subjektiv. Jetzt halte ich mal das Paket rein und dann habe ich eine Frage an dich. An mich? Ja. Mhm. So, wenn du deine Karten wegschickst, egal wie, und dann die Karten gegradet werden, wie hättest du die denn gerne zurück? In einem kleinen Karton. Also nicht so. Nee. Ich auch. Also da muss ich, ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie ich es hingeschickt habe. Ich glaube nicht in dem Umschlag. Mhm. Ich glaube, es war ein kleiner Karton und ich habe die Karten mit Luftpolster umhüllt in einem Toploader. Ja, weil ich sag halt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das da eingepackt ist. Das weiß schauen wir uns gleich an. Aber ich habe halt hier die Sorge, dass Schläge irgendwas auf passiert. Den Hinterkopf. Ja. Nackenklatscher. Also ich bin bei dir. Ich hätte es gern in einem kleinen Karton wieder. Einfach wegen ein bisschen Transportschutz. Ja. Ne? Und es ist sowieso als Paket versendet worden. Dann hätte man auch einen kleinen Karton nehmen können. Ich denke halt, da war auch eher so der Gedanke, damit es schneller bei uns ankommt. In so einem, ne, weil das kann wahrscheinlich auch eher mal ein anderer DHL-Fahrer austragen und so. Ich weiß vielleicht. Du meinst die Post dann? Genau. Weiß das kann nicht, natürlich ob das sein. Die Post ausliefert. Naja, war halt auch schon lebt, dass das dann quasi. Ich glaube aber, es war tatsächlich ein DHL-Fahrer, der mir das in die Hand gedrückt hat. Aber jetzt. Aber trotzdem allgemein würde ich gerne ein Paket haben. Ja, ein Karton. Genau. Ja. Also ein Paket, Karton, weil geschützt hält besser. Geschützt, ja, auf jeden Fall. Aber es ist immerhin Luftpolster und wir schauen jetzt mal kurz rein. Ich habe kurz reingeguckt, ne, wie anfangs erwähnt. Aber Kevin zittert nicht. So, hä? Die Toploader kamen zurück. Aber es sind nur zwei. Was? Wir haben drei Karten hingeschickt. Ist ehrlich oder was denn jetzt? Ja, aber nee, es sind nur zwei. Ja, Mama, okay. Ich will nicht, dass man was sieht. Okay. Es sind nur zwei. Also es ist eine Luftpolstertasche, das ist ja schon mal gut. Mhm. Und jetzt siehst du ja, wie es hier schon mal eingepackt ist. Sind das zweilagig mindestens, glaube ich. Also ich denke, da passiert auch nichts. Aber das hätte man jetzt auch einfach in den Kanal reinpacken können. Also ich glaube, ich habe gerade keinen da, aber ne, da gibt es ja auch schmale Kanäle. Ja, natürlich, klar. Ich mach's mal auf, warte, und dann ich guck das. Ich weiß auch gar nicht, welche Karten da mitgeschickt wurden. Also da bin ich jetzt auch völlig... Also wir können es ja sagen, wir haben in letzter Zeit oder machen gerade viel mit Grading, ne? Weil das Thema ist ja auch mitgelebt. Ne? Und ich weiß es auch nicht mehr zu 100%, weil wir haben gerade die eine oder andere Karte unterwegs. Ich muss aufpassen wegen Spoilern, ne? Weil ich habe jetzt schon, eine gewisse Zahl entgegengesprungen. Okay, hinten drauf... Das heißt, die unterste Karte musst du auf jeden Fall mal machen. Hinten drauf steht nichts. Ja, hinten also drauf. Also die unterste musst du auf jeden Fall machen, ja, die habe ich gesehen. Jetzt gucke ich noch mal kurz. Hinten drauf steht nichts, das heißt, du musst nur... Ah, man sieht aber, welches ist. Ja, das ist ja nicht schlimm. Eine Goldkarte. Das ist ja nicht schlimm. Das heißt aber... Soll ich die zuerst machen? Genau. Und die Gold wissen wir dann auch alle, deswegen... Machen wir die als letztes, ja. So, bitteschön. Ja, egal, wie ich den Code halte, ne? Man sieht ihn am Schluss. Ja, ist ja egal. I got it. Wunderschönes Mewtwo und Mew in Rainbow GX. Was ja der Dean gezogen hat. Ist vom Dean, ja. Und hat er es gut behandelt oder schlecht? Ja, ich muss es leider schon wieder sagen, das war eine Karte, die habe ich ihm weggenommen. Weil er irgendwann angefangen hat, sie über den Teppich zu zerren, ohne Sleeve und ohne alles. Und ich war ja schon bei der Shiny Mewtwo überrascht, dass die Gott sei Dank noch eine 9 war. Wobei natürlich da auch behauptet worden ist, bei ne, ist auch kriegst du die Grades geschenkt. Ne, deswegen war das gut, weiß nicht. Aber ich war froh, dass es trotzdem eine 9 ist. Aber ich habe bei der jetzt, wir gucken uns die Zahlen gleich an, ich habe kein gutes Gefühl, weil die Karte einfach... Ich müsste mir sie auch nochmal angucken, weil ich habe sie noch nie live, du hast mir nur mal geschickt die per wurde, WhatsApp die wurde vor halt 2 Jahren. Misshandelt, ne? So müssen wir es halt sagen. Ja, ich muss es so sagen, die wurde misshandelt. So, ich weiß leider nicht genau, wie es Subgrade aufgebaut ist. Ja, okay. Siehst du schon was? Nee. Ich glaube, Kanten, oder? Doch, ganz unten. Ja, ich müsste selber, weil das ist... Ja, man kann ja gleich gucken, ob es gerechtfertigt ist. Da kommt das Centering, 9,5. Ja, weil Centering hätte ich gesagt, wäre gut, aber... Dann haben wir das, ja, Surface 7, ja. Die Karte, da merkt man halt, dass die Karte nicht gut behandelt worden ist. Dann habe ich die Corners, 5,5. Jetzt kommen die Edges noch dazu, auch eine 7.
Ja, dann 7 oder 8 höchstens, ne? 7, ja. Ja, also gerade noch so, aber ich weiß, die Karte wurde halt einfach nicht gut behandelt. Deswegen. Ja, also, ja. Ne, Ecken und Kanten, ja. Ja, ich hab damit gerechnet. Ja gut, aber eine 7 ist ja trotzdem, sage ich, also von vorne sieht die Karte ja top aus. Ne? Centering ist Hammer, ja, das kann schon nicht kaputt machen, außer Surf ist natürlich Kieselsteine klar, ne, über die Karte. Du siehst ja auch, da sind ganz kleine Sparkle oder Dots drauf, ne, so ein bisschen. Mm. Ja, aber an sich trotzdem schick. Stabil, ja. Und Case, sollen wir mal die Sleeves außen wegmachen? Haben wir ja bei den anderen auch gemacht. Kurz auf die Seite. So, Farbe bedeutet? Silber, ne, also alle drei Silber. Das heißt kein Perfect dabei. Wir haben keinen Zehner dabei. Ja, wenn es so ist, ist es so. Aber ne? Case sieht auf den ersten Blick auch wertig leicht. Ja, ne? Auch nicht irgendwie so brutal reingepresst wie bei anderen teilweise, ne? Wenn du mal guckst, hast du schon noch. Sieht gut aus, aber oder? Trotzdem irgendwie stabil oder wackelig. Stabil, wackelig, aber luftig. Also, not bad, würde ich behaupten. Das Label sitzt auch einwandfrei drin, ne? Kann ich ja nichts sagen. Sitzt wie ein Answer. Ich denke, der wird sich den freuen. Guck mal, aber hier vom Zusammenpressen, denke ich, oder? Siehst du das hier unten? Guck ja mal und guck mal an. Ja, hier glaube ich, ne? Auch. Vom Zusammenpressen sieht man ganz leicht, was sind das? Kratzer? Da unten in der Ecke oder hier, jetzt sieht man hier. Ja. Ich denke, das kommt vom Zusammenpressen der zwei Seiten, ne? Kann sein, da bin ich leider kein Experte, was es auf den Gebieten nicht so an. Das Problem hatten wir ja auch mit Lotti, mit einem kleinen hier unten, ja, ne? Wovon das der korrekt Schweißnaht einfach kommt. Naja. Da bin ich mal gespannt, ob es hier auch so ähnlich ist. Legen wir Mewtwo und Mew mal weg. Aber das sieht ja auch aus, als wäre das hier, ne? Vom Pressen? Mhm. Ja, schauen wir mal. Ich pack die mal wieder ein, ja? Ja. So, was haben wir da noch? Oh, ein Shiny Arctos GX. Die gehört tatsächlich auch noch zu Deans Sammlung. Mhm. Sieht man noch an der schönen Ecke oben. Ja, die wird wahrscheinlich, also wenn die auch eine 7 hat, würde es mich nicht wundern, weil die musste die gleichen Qualen erleiden wie die. Also, Cindering schaut eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Zumindest Centering als Leih. Okay, hinten ist aber natürlich nicht so geil. Cindering bestimmt wieder. Schepp. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Centering wieder die beste Bewertung hat, weil dann ein bisschen Ecke, ein bisschen Kanten, weißt und dann. Aber jetzt mal durch die Folien betrachtet, sieht die Oberfläche auch gut aus. Also, schau mal, ich glaube, Oberfläche könnte auch um die 8 sein. Ja, Centering 9. Surface 8, ne, wie ich gedacht habe, ja, hätte ich auch gesagt. Die Ecken. Ah, ja, 6, bisschen besser als Mewtwo, aber. Aber 7,5 und Near Mint Plus. Also nicht so schlimm. Die Ecke halt, ne? Das siehst du brutal da oben. Ja. Die Ecke ist halt echt. Die hat er. Bespielt nennt man das. Bespielt. Aber ich denke, aus dem Case oder aus der Hülle brauchst du nicht mehr rausmachen, weil wir haben es ja hier schon gesehen. Und ich würde jetzt mal behaupten, hier hast du ähnliche Press. Wird vom Pressen kommen, ja. Pressspuren, schätzungsweise. Also gerne darf M3 Grading uns in den Kommentaren natürlich da einfach eine kleine Stellungnahme oder von was es kommt, ne? Oder sowas da unten weiß. Dass wir es wissen. Guck mal. Warte mal. Komm, fokussieren. Ja, so. Ist halt eine Kleinigkeit, aber jetzt. Kratzer, ne? Jetzt gehe ich mal davon aus, jetzt schickst du da deine Clurak First Edition hin. Als Beispiel. Ja, du hast ja, jetzt klar. bei was weiß denn ich, bei Logan Paul hast du dir eine First Edition Booster gekauft und kriegst die Karte. Und sagst, okay, ich suche mir jetzt einen Grading Service aus und wen nehme ich? Ja. M3. Würde ich allein schon, weil ich weiß, dass das Case so vielleicht kleine Dots hat. Ja, nehmen. Dann mit das Case muss dann perfekt sein eigentlich, ne? Ja, also ist zumindest ja, also mein was, Grundgedanke was, als Sammler. Was Case angeht, hast du? Ich habe noch, ja. Was Cases angeht, sehen wir schon kritisch, muss ich feststellen, ne? Aber zu Recht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, diese Goldkarte. Ja. Yeah. Von wem die war? Die war von dir. War das meine? Ja. Ich weiß es nicht. Weil meine ging mit Shiny New auf die Reise. Mit einem anderen. Ja. Dann müsste das jetzt Clurak sein. Clurak Gold. Ah ja, Tatsache. Von Wish bestellt. Clurak Gold von Wish. Nein, und das M3 ist. M3 ist nicht aufgefallen. Ah, nein, Quatsch. Das ist tatsächlich ja, die. Aus der UPK. Nee.
Also doch, ja, aus UBK. Aber die, das der, ist die Emilian. Genau, ja, die Emilian als Fanpost geschickt hat, genau. So, schauen wir mal. Emilian, guck hin. Centering, oh. Centering ist eine aber... 10. Centering ist aber auch... Was? Chalk. Für mich sieht es hier gut aus. Ja, ja, Chalk. Okay. Dann Surface. Ja, Surface. Eine 9. Mhm. Ecken und Kanten kann nicht mehr so gut sein, weil siehst du es oben und unten. Leichte Dodge da, ne? Corners, 8. Das geht noch. Aber jetzt muss eine 6, ja. Aber ist angemessen, ne? Muss man sagen. Aber eine 8 Aber eine 8 ist sehr nice. Wenn man bedenkt, dass die UPC Clurac Metallkarte immer viel, hier oben sieht man es ganz leicht. Warte mal, ich versuche das irgendwie in der Kamera. Warte mal, hier sieht man es jetzt. Mhm. Das da. Und unten habe ich das gleiche noch. Hier sieht man es besser. Nochmal. Mhm. Das haben sehr viele Metallkarten. Ne? Egal, ob es die Pikachu oder die Clurac Karte ist. Wenn du da eine hast ohne, die ist auf jeden Fall ein paar Euro mehr wert. Ne? Aber mit 8 bin ich top zufrieden. Emilian, danke nochmal für die Karte. Mein Pikachu ist auch irgendwo, Emilian. Das Pikachu ist tatsächlich auch unterwegs und wird in einem weiteren Video zu einem anderen Grading so sieht's nämlich aus. Dazu stoßen, ne? So, ja, aber kleines Fazit. Also, ich finde, die Labels oben sehen top aus. Top. Ne? Ist auch nicht schlecht, dass es das Goldene nur gibt bei einer 10. Kennen wir zwar von anderen auch, aber finde ich trotzdem eine nice Idee. Die Idee ist gut, ja. Die Cases würde ich noch um 100% rausholen und etwas optimieren. Ich weiß nicht, ob das geht, ob man das technisch machbar oder ob es technisch machbar ist, weil bei anderen geht's. Aber da will ich nochmal dran arbeiten. Aber ansonsten, also top schnell. Qualität, sage ich mal, oder nicht die Qualität, aber die, sag mal, realistische Gradings sind die auch vorhanden, muss man sagen. Und von dem her, Preis passt auch. Preis passt. Ja. Es war einfach und simpel. Es hat 7 Tage gedauert. Es waren 10 bis 12 angesetzt. 7 was wild. Einzige kleine negative Punkt war ja, dass man hätte das in ein Paket zurückschicken können, also in einem richtigen Karton. Mm. Aus Kundensicht ist es jetzt. Und das mit den Cases, dass vielleicht durchs Pressen da so ein bisschen Rückstände oder Kratzer. Mm. Das ist halt schade, ne, wenn man richtig hochwertige Karten hinschickt. Da vielleicht nochmal ansetzen, vielleicht kann man was verbessern. Aber ansonsten eigentlich tipptopp, ne? Ja. So. Wir sind zufrieden. Der innere Monk in mir hat gerufen nach 7,5. Nach, Mo-Monk, ne? Also, falls ihr noch eine bekommen habt, wir haben aktuell auch noch ein Gewinnspiel laufen mit einer UPC, UPK in Deutsch, ne? Ich werde es euch mal hier oben verlinken. Und macht auf jeden Fall mit, falls ihr neu bei uns auf dem Kanal seid. Und ich würde sagen, wir machen das nächste Grading schätzungsweise in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Ja. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und auch nochmal vielen Dank an M3 für das kostenfreie Grading. Vielen Dank, ja. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao. I'ma be here till the end.